Kennt ihr den Begriff Frühjahrsmüdigkeit? Ja, ne? Ist bekannt, oder? Frühjahrsmüdigkeit. Jeder Mensch kämpft irgendwo mit der Müdigkeit und bei zu wenig Erholung vielleicht oder vielleicht auch bei einer Krankheit oder manchmal auch, komischerweise, in der Kirche oder in der Gemeinde. Der Kirchenschlaf soll ja mit einer der besten sein, hört man. In vielen Gemeinden geht das auch richtig gut. Ist ganz egal, wie hart die Bank auch ist, ne? Man knackt ab. Heute heißt das übrigens nicht mehr Kirchenschlaf. Das ist gar nicht mehr so, sondern das heißt mystisch-meditatives Predigt hören zwischen Schlafen und Wachen. Der Satz könnte von Johannes Hartl sein, aber der Pastor, der ihn gebracht hat, heißt Heiko Kuschel. Passt ja auch. Man braucht keine medizinische Ausbildung, um zu wissen, dass man irgendwann müde wird. Das ist was ganz Normales. Der Schlaf, das weiß man spätestens, wenn er einem fehlt, ist mehr als nur pure Erholung. Er erfüllt ganz verschiedene Aufgaben, der Schlaf. Ja, er ist lebensnotwendig von der ersten Minute bis zur letzten Minute unseres Lebens. Schlafentzug ist sogar eine ganz besondere Foltermethode. Guantanamo lässt grüßen. Wisst ihr eigentlich, wie lange man überleben kann, ohne zu schlafen? Ich habe mal nachgeguckt im Internet. Das ist ja heute so toll, dass man das machen kann, mal eben. Also in einem gut dokumentierten Experiment war es, dass jemand 264 Stunden nicht die Augen zugemacht hat. Das heißt, 11 Tage lang nicht geschlafen und die Augen zugemacht. 11 Tage. Wow. Aufgestellt, inoffizieller Weltrekord von einem 17-jährigen Schüler, Randy Garner. 1965 war dieses Wissenschaftsexperiment. Schlafentzug führt aber dann auch zu Wahnvorstellungen. Nämlich am Ende von diesen 11 Tagen hat er sich als absoluter Top-Footballspieler gefühlt, obwohl er aus England kam und von Football keine Ahnung hatte. Und er hat Menschen mit Straßenkennzeichen verwechselt. Wahnvorstellungen. Müdigkeit äußert sich in geistiger, aber auch in körperlicher Erschöpfung ganz einfach mit einem enormen, weil ein enormer Mangel an Energie da ist. Und das hat miteinander zu tun. Ohne Schlaf geht's also nicht. Und deswegen heute ein Thema, das uns allen, ob nun Gottesdienstbesucher oder Livestream, ob jung oder alt, ich denke mal, jeder hat mit diesem Thema zu tun. Werde nicht müde. Werde nicht müde. Dieser Aufruf, wir finden ihn in Gottes Wort. Und bitte, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte auf 2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Und da legt bitte so einen roten Faden rein in 2. Korinther 4, weil wir kommen zu dem Abschnitt hier, zu diesem Kapitel immer wieder. 2. Korinther 4. Und ich habe das hier jetzt mal nach der Lutherbibel den ersten Vers mir mal herausgesucht, 2. Korinther 4, Vers 1. Da heißt es, 2. Korinther 4, Vers 1, darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Und genau diese Aufforderung lässt die meisten Menschen irgendwie, ich möchte mal sagen, mit einem irritierten Gesichtsausdruck zurück. Hä? Werdet nicht müde? Eins möchte ich hier gleich klarstellen. Also ich habe euch nicht aufgefordert, jetzt 11 Tage lang wach zu sein. So ein Blödsinn sage ich nicht, werde ich auch nicht sagen. Ja? Die normale Müdigkeit, die durch Schlaf oft wieder ausgeglichen werden kann, ist mit der biblischen Aufforderung, werdet nicht müde, so eigentlich nicht gemeint. Die Bibel spricht in 2. Korinther Kapitel 4, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ausgangstext hier, die Verse 16 bis 18. Guck mal rein, Verse 16 bis 18, vielmehr über den geistlichen und biologischen Körper eines Wiedergeborenen
Jüngers Jesu Christi. Da heißt es nach Luther hier wieder, darum werden wir nicht müde. In Schlachter heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, aber über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Werde nicht müde. Das klingt erstmal wie eine eiskalte, gnadenlose Durchhalteparole, ist aber eher seelsorgerlich gemeint, ist irgendwo eine väterliche Aufforderung an dich und mich. Unser geistliches Leben ist tagtäglich in Gefahr, müde zu werden, ja sogar manchmal einzuschlafen. Und jeder von uns, der ein Auto schon mal gefahren hat, der weiß, was das bedeutet, vielleicht so lange gefahren und dann Sekundenschlaf. Kennst du das? Auf einmal so, zupp, bist du weg. Sekundenschlaf. Sekundenschlaf kann tödlich sein und wird bei uns im deutschen Gesetz gleichgesetzt mit Trunkenheit am Steuer. Will heißen, in manchen Gemeinden ist es schon mehr als Sekundenschlaf. Bei den Ältesten, bei den Hirten, aber auch bei den Schäfchen. Über Jahre ist dieser Sekundenschlaf schon zu Minuten, Stunden, Jahren Schlaf geworden. Aber was ist genau das, was uns müde macht und uns abgekämpft zurücklässt? Es ist erstens der äußere Verfall. Der äußere Verfall. Manche von uns merken es gar nicht, aber für andere ist der tägliche Verfall des eigentlichen Körpers und des eigenen Körpers irgendwo so ein richtiges, heftiges Problem. Und damit ist nicht nur der Blick in den Spiegel gemeint mit Falten und Glatzen und Grauhaaroptik. Bei weitem nicht. Absolut nicht. Für einige sind Schmerzen, heftige Beschwerden tagtäglich immer wieder ganz neu präsent. Spätestens nach der ersten ernsthaften Erkrankung oder der ersten großen OP, da merken wir auf einmal, dass unser Leben vergänglich ist. Und das zeigt uns unser Körper dann so ganz bewusst. Und das nicht erst vielleicht so mit 40 oder 50. Nee, das geht auch schon manchmal ganz schön eher. Hoppla, das war doch alles so selbstverständlich gewesen. Bei mir war das so, als ich 50 geworden bin, war das wie als wenn so ein Hebel rumgelegt worden wäre in meinem Leben. Vorher hatte ich da alles gar keine Probleme mit. Und dann auf einmal, als ich 50 geworden bin, das war wirklich wie so, zack, Hebel rumgelegt und auf einmal kannten mich die Ärzte sogar mit meinem Vornamen. Das war, ich musste dahin und dies und das und jenes. Das war alles so selbstverständlich gewesen bis jetzt. Schlafen, essen, beißen. Oh, wenn die Kauleiste nicht funktioniert, ne? Oh. Das normale Gehen, Verdauung. Aber okay, jetzt ist das Kopfkino an, jetzt lassen wir es. Ich denke mal, aber stell dir doch bitte mal vor, das sind alles so Dinge, da lachen einige drüber. Als ich jung war, wenn sich Ältere unterhalten haben, da habe ich immer gedacht, mei, oh mei. Aber auch Entmutigung macht müde. Entmutigung macht müde. Wenn du ständig hörst, das schaffst du doch eh nicht, dann bist du doch, das klappt doch eh nicht, das haut doch nicht hin. Du willst das machen, schaffst du nicht. Den Anspruch nicht zu entsprechen, ob auf der Arbeit, in der Gemeinde oder zu Hause. Kennst du das? Dann wirst du irgendwo müde. Nicht nur unser Körper kann uns durch Krankheit entmutigen und müde machen im Dienst für den Herrn Jesus,
sondern gerade auch Entmutigung ist ein Punkt, der vollkommen heftig sein kann. In einer Welt, in der eine Katastrophe die andere jagt, Ausbeutung und Krieg an der Tagesordnung sind und der Menschenhandel der meiste Profit, mit Menschenhandel der meiste Profit zu machen ist, kann man ganz klar sagen, wir Menschen leiden auch unter einem extremen moralischen Verfall. Manche Menschen sind, ich möchte mal sagen, den schlechten Nachrichten gegenüber schon abgestumpft. Einfach, wie könnte man sagen, schlagzeilenmüde geworden. Erst extreme Situationen in ihrem Umfeld, wenn es auf einmal direkt bei ihnen knallt in der Nähe, dann wachen sie auf. Es ist immer einfach, bei dem Wort Verfall mit dem Finger auf die politischen und auch auf die gesellschaftlichen oder auch kirchlichen Geschehnisse zu zeigen. Das geht ganz schnell. Aber inwieweit unterscheiden wir persönlich uns davon, auch in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften und Kirchen? Das ist für mich die Frage. Wie klar und deutlich verkündigen wir denn noch das Wort Gottes in unseren Gemeinden? Das ist für mich so eine Frage. Welche Bedeutung hat unser Christsein noch an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, bei unseren Freunden? Sind wir erfüllt mit Bekennermut oder einfach nur noch geistlich müde vom Kampf? Haben wir aufgehört, über Jesus und sein Wort zu reden und es weiterzugeben? Ah, es hört doch sowieso niemand zu. Kommt doch eh nie jemand mit, wenn ich den einlade. Ich habe so an einen lieben Bruder gedacht, der im vollzeitigen Dienst gestanden hat. Und er hat dann gesagt, so, jetzt komme ich ins Rentenalter, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und normalerweise, ich sage das normalerweise, solche Sachen nicht von der Kanzel. Aber da sage ich es jetzt mal. Er hat mir wortwörtlich gesagt, Johannes, und er ist Diener Gottes, ich habe die Schnauze voll. Und er macht nichts mehr. Was sagt uns Gottes Wort? Ganz kurz und knapp dazu. Schlag bitte auf 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher 3. 2. Thessalonicher 3. Und das hat mich so traurig gemacht. Das hat mich richtig traurig gemacht, dass jemand als leitender Bruder einmal so etwas sagt. 2. Thessalonicher 3, Vers 13, da hören wir, was Gottes Wort uns dazu sagt. Ihr aber, und jetzt möchte ich, hier steht zwar Brüder, aber ich möchte mal sagen Geschwister, weil die Frauen nehme ich da mal mit rein. Ihr aber, Geschwister, werdet nicht müde, was? Gutes zu tun. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Unser Licht soll doch leuchten, brennen nach Lukas 12, 35. Unser Licht soll leuchten. Und was passiert bei offenem Feuer, wenn man einschläft? Dann verbrennt man. Dann müssen wir aufpassen. Verfall und Entmutigung durch geistliche Müdigkeit ist eine oft gestellte Diagnose unter gläubigen Christen. Stupide Arbeiten und ohne Engagement dann vielleicht auch durchgeführt, werden schnell zu Automatismen, die nur noch abgespult werden, die uns dann ermüden und im geistlichen Alltagstrott zurücklassen. Was für ein Vorbild ist uns hier der Psalmist geworden. Psalm 100, ihr habt das alle, ihr kennt den eigentlich, aber komm, schlag mal auf, dann werdet ihr auch nicht müde. Psalm 100. Und da sagt dieser Psalmist uns eindeutig etwas. Psalm 100. Dient dem Herrn mit Freunden. Nee. Mit Freuden steht da. Und kommt vor sein Angesicht mit Schnarchen. Nee. Jubel. Freude und Jubel im
im Dienst und auch im Alltag, liebe Geschwister, statt Routine und ein ständiger Blick immer auf die Feierabenduhr. Das sollte uns Christen doch eigentlich prägen, dass wir Freude und Jubel im Dienst haben, da wo der Herr uns hingestellt hat. Maria von Ebner-Eschbach, eine Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert, sagte einmal: Müde macht uns nicht die Arbeit, die wir tun, sondern die Arbeit, die wir nicht tun und liegen lassen. Nochmal. Müde macht uns nicht die Arbeit, die wir tun, sondern die Arbeit, die wir nicht tun und liegen lassen. Die macht uns müde. Bei dem Psalmist hier aus Psalm 100 finden wir keine Spur von Müdigkeit im geistlichen Leben, absolut nicht. Sondern da ist eine ganz bewusste Entscheidung im täglichen Dienst für den Herrn, eine freudige Herzenseinstellung zu haben. Egal, was da kommt, egal wie heftig und dicke das im Alltag vielleicht auch bei dir oder manchmal auch bei mir ist. Wir denken ja immer, das ist nur die stressige Zeit, das haben wir heute so. Wir sind so geplagt mit allem drum und dran, ne? Und Computer und dies und das und dann jetzt noch Corona und ja. Schlag mal die Bibel auf. Matthäus 14. Da kannst du mal sehen, wie geplagt und wie gestresst in der damaligen Zeit die Jünger Jesu waren. Da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Matthäus 14, ab Vers 13 bis Vers 36. Wir lesen das jetzt nicht, aber ihr überfliegt das mal in eurer Bibel. Ihr habt ja alle eine Bibel mit dabei und dann könnt ihr das schön überfliegen, wenn ihr so jetzt mal guckt, was ist in diesem Abschnitt? Matthäus 14, die Verse 13 bis 36. Da ist einmal die Speisung der 5000. Ihr kennt die Geschichte, ja, und dann hatten sie kein Essen da und dann sagte er, Jesus, komm den Platz und dies und das und jenes und die Jünger werden dann eingeteilt und dann kommt dieser kleine Junge und dann bringt er hinterher das Brot, die müssen das verteilen, die Jünger und so weiter und so fort. Hinterher noch aufräumen den Platz, alles drum und dran. Richtig mega Großveranstaltung, die Jünger voll im Einsatz. Dann sagt er, komm, wir gehen ans andere Ufer. Sie steigen ins Schiff, fahren rüber, ist schon spät geworden. Und dann kommt so ein richtiger Sturm auf mit allem, was dazugehört. Die kämpfen gegen die Wellen an und die haben Todesangst. Und dann kommt der Herr Jesus ihnen entgegen, kommt mit ins Boot und so weiter und so fort. Sie kommen drüben an am anderen Ufer. Was wartet auf sie? Die Leute hatten gehört, wow, die haben überlebt von diesem Schiff und kommen und wollen den Herrn Jesus sehen. Und dann heißt es da hinterher in den letzten Versen, dann haben sie alle Leute zu ihm gebracht und er hat sie alle noch geheilt. So, wenn du das jetzt mal zusammenrechnest an Stunden, dann kannst du ungefähr sagen, das sind so, ich würde sagen, gut zwei Tage. Hast du da irgendetwas von gelesen? Entschuldigung, ich bräuchte mal eine Auszeit. Wann ist denn jetzt Feierabend? Habe ich nicht in dem Abschnitt gelesen. Ja, steht nicht alles in der Bibel, ich weiß. Aber Entschuldigung mal, das ging. Und die Jünger waren mit dabei. 2. Korinther, kommen wir zu unserem Ausgangstext zurück. 2. Korinther 4, Vers 16, die Elberfelder-Übersetzung trifft das Szenario eigentlich noch ein bisschen deftiger als werde nicht müde, sondern die Elberfelder sagt, darum ermatten wir nicht. Darum ermatten wir nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du etwas erleben, dann wird es nicht langweilig in deinem Leben, ich kann dir das sagen. Es ist für mich immer ein sehr großes Zeugnis und Vorbild, mit Menschen zu sprechen, die sich durch ihren äußerlichen Verfall oder auch nach einem großen privaten Verlust in ihrem geistlichen Leben eben nicht entmutigen lassen. Und liebe Geschwister, das Ganze auch heute Morgen mit dieser Nachricht, dass der Gigi heimgegangen ist, der Howard war ein ganz enger Freund zum Gigi. Und die beiden haben so viel miteinander gemacht. Was würdet ihr denn jetzt sagen, wenn der Howard jetzt auf einmal sagt, was, der Gigi ist gestorben, wisst ihr was, jetzt mache ich nichts mehr.
jetzt spiele ich nicht mehr, weil der Gigi ist auch nicht mehr da. Oh, jetzt lasse ich das. Er hat seinen Dienst heute Morgen hier getan, der Howard. Und der hat sich gerade eine Träne verdrückt, als er das hier vorne gesehen hat, als Gigi kam und What a Friend We Have in Jesus gesungen hat. Das hat ihn gepackt. Aber deswegen hört er doch nicht auf zu spielen. Er weiß doch, was sein Dienst ist. Diese Menschen, die trotzdem weitermachen, sie legen ihren Lebensfokus bewusst und tagtäglich auf das Ende dieser Verse hier aus 2. Korinther 4. Guck mal, Vers 16. Wie heißt es da? So wird auch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Tag für Tag erneuert. Dave Hunt, der bekannte Buchautor aus Amerika, der 2013 mit 87 Jahren heimgegangen ist. Ich durfte ihn, als er 73 war, drüben in Oregon in Amerika besuchen. Und wir haben uns dort kennengelernt und schätzen gelernt. Und dann habe ich ihn eingeladen. Und dann ist er mit 75 Jahren damals zu uns nach Breckerfeld gekommen. Ihr hattet ihn gerade kurz vorher an der Osterkonferenz hier. Da hat er hier gesprochen, der Dave. Und dann war er bei uns, als er 75 war und dann nochmal mit 77 und 78 Jahren. Dieser Mann war krank ohne Ende. Der hatte zwei kaputte Hüften, der hatte Gicht, der hatte Arthrose. Der nahm jeden Morgen, hatte der so ein Bündel Tabletten, so 15 Tabletten, zup, damit der Tag überhaupt erstmal funktioniert. Und dann habe ich so gedacht, als er zu uns kam mit 75 kam er ja dann zum ersten Mal zu uns, dann habe ich so gedacht, okay, alter Mann, und wir machen das jetzt so, wenn du kommst, Dave, dann brauchst du erstmal so 2 Tage Jetlag, also diese Zeitumstellung von Oregon zu uns hier, dann lassen wir dir erstmal 2 Tage Ruhe. Und dann machen wir auch so Veranstaltungen, die wir in Deutschland geplant haben, immer so einen um den anderen Tag, also immer einen Tag dazwischen frei und einen Tag, da sagt er, hallo, wenn ich komme an dem Tag morgens um 10, können wir abends eine Veranstaltung machen? Da sage ich, ja, komm Dave, also nee, sagt er, Johannes, schlafen kann ich im Himmel noch genug, da können wir uns noch genug ausruhen. Ich will für den Herrn unterwegs sein. Nach den 12 Tagen bei uns war ich fertig. Er nicht. Was wäre, wenn wir gerade in diesem Bewusstsein unseres äußeren Verfalls unserem himmlischen Vater trotzdem mit Freuden für seinen Einfall in unser Leben einfach nur Danke sagen? Von dem quälenden Verfallgedanken zum befreienden Einfall zu kommen, das ist eine Veränderung von 180 Grad. Denn genau das ist es doch, was Jesus Christus uns am Kreuz von Golgatha mit seinem kostbaren Blut getan hat. Wie heißt es in Kolosser 1, Vers 20? Und durch ihn alles mit uns selbst versöhnt hat, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als was im Himmel ist. Jesus hat uns ein neues, ein friedevolles Leben von innen heraus geschenkt, ohne den äußeren Verfall unseres Körpers oder der Welt vielleicht Einhalt zu gebieten. Jedem von uns muss doch klar sein, ob er tatsächlich müde ist oder nur in Richtung Faulheit und Bequemlichkeit tendiert. Achtung, hier liegt sehr viel Sprengstoff oder harmloser gesagt Konfliktpotenzial in der Gemeinde und in der Familie. Das Ganze hat eben mit einer falschen Wahrnehmung manchmal zu tun, mit falscher Selbsteinschätzung. Ob wir nun wirklich müde sind oder einfach nur bequem. Bei dieser Sache mit der Selbsteinschätzung, da fiel mir ein Zitat ein, wie man sich falsch selbst einschätzen kann. Bedeutende Menschen, sagte mal ein Autor, bedeutende Menschen sind wir doch alle in unseren eigenen Augen.
Das ist eine komplette Falschwahrnehmung. Wir sind nicht bedeutende Menschen. Jeder von uns. Ich brauche nicht zur Bibelstunde, zur Gebetsstunde zu kommen. Ich kenne das alles schon. Das hat mir mal jemand gesagt, als ich in den Gottesdienst so reingerufen habe, habt ihr eure Bibel nicht mit dabei? Da wurde es ganz leise und dann sagte, weil es so leise war, die brauche ich nicht, ich weiß, was da drin steht. Oh, sage ich, das finde ich klasse. Sie sollten bei uns zur nächsten Prüfung mal mit dabei sein an der Bibelschule. So jemanden brauchen wir, da können wir von lernen. Und genau das ist das Ding mit der eigenen falschen Wahrnehmung und Einschätzung. Die ist voll daneben manchmal. Jeder von uns kennt doch die Phasen des Müdewerdens. Ja, die kenne ich auch. Des Schwachseins. Ganz gleich, ob du eine kleine oder eine große Kraft auch hast. Ganz egal. Wir dürfen daran denken, dass der Herr Jesus uns etwas verheißen hat, nämlich was? Schlag mal zu unserem Ausgangskapitel, 2. Korinther 14, 4, schlägst du mal 8 Kapitel weiter, 2. Korinther 12. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Da heißt es, und das sagt Paulus hier, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christus bei mir wohne. Ist das nicht herrlich? Er ist stark in dir und mir. Und wird uns für seine Aufgabe auch die nötige Kraft und auch die nötige Wachheit schenken, die wir brauchen. Traust du ihm das überhaupt noch zu? Wir Menschen neigen dazu, so schnell, aber wirklich so schnell geistlich müde zu werden. Das geht so schnell. So traurig das auch ist, aber wir sind umgeben von Gläubigen, die an geistlichem Energiemangel leiden und wir oft inklusive dazu. Es ist so traurig, das zu sehen. Also ich fand es aber dann doch interessant, dass irgendwo geistliche Müdigkeit und Empathie teilweise Hand in Hand gehen. Leute, die geistlich müde sind, die haben auch gleichzeitig, oh nee, kein Bock. Oft sind Christen erschöpft und schwach und schwimmen dann mit dem großen evangelikalen Mainstream-Strom. Weil das ist ja so cool, sich treiben zu lassen. Und damit ist das Einfallstor für ungesunde Lehrer noch und nöcher geöffnet, wenn wir uns einfach nur so treiben lassen. Ihr Leben ist zwar äußerlich in Ordnung und dennoch zugleich von geistlichem Desinteresse, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit geprägt. Och, schon wieder zur Bibelstunde. In diesem Jahr, wir hatten doch eigentlich schon eine Evangelisation, jetzt nochmal. Einen evangelistischen Einsatz, ist das überhaupt machbar in dieser Zeit? Lassen wir es doch lieber. Es ist so bequem geworden, im Online-Zustand zu verharren. Liebe Geschwister, ich habe nichts dagegen, wenn ihr online jetzt zuschaut. Absolut nicht, das finde ich klasse. Aber es gibt so viele Geschwister, die vermisse ich seit mehr als einem Jahr. Die könnten. Aber sie kommen nicht. Es ist ja so bequem von zu Hause. Weißt du, und wenn dann vor allen Dingen der Prediger dir nicht passt, weil der zu laut ist oder zu einer heftigen Botschaft hat, dann zappst du einfach in dein nächstes Programm rein und suchst dir das, was dich antörnt. Ja, das ist doch heute so. Es ist so einfach geworden. Liebe Geschwister, da ist eine ganz große Gefahr, dass wir geistlich müde werden.
bitte denk jetzt nicht an irgendeine Person in diesem Moment. Das geht ja jetzt sofort. Ach, hoffentlich hat der das jetzt gehört. Nee, hoffentlich hier. Eigene Nase. Da fangen wir mal mit an. Manchmal sind die Bedrängnisse und die Nöte in unserem Leben auch so erschütternd, dass aufgrund dessen manche Christen in Zweifeln gekommen sind und müde geworden sind. Gerade auch durch Corona und deren Begleiterscheinungen fragen sich einige von uns doch, hat Gott das wirklich alles noch im Griff? Bevor wir jetzt irgendwie was falsch machen, tun wir am besten gar nichts. Kennt ihr die Haltung? Bevor wir jetzt was falsch machen, tun wir lieber gar nichts. Liebe Geschwister, ich habe von einem lieben Bruder mal gesagt bekommen, lieber was falsch machen, als gar nichts machen. Stell dir mal vor, du machst was falsch und du schaffst das, anstatt, oder besser gesagt, und du schaffst es nicht, die Aufgabe, du machst was falsch und du schaffst es nicht, anstatt dass du nichts machst und das schaffst du. Es erfordert viel Kraft. Es erfordert viel Kraft, gegen den Strom des Zeitgeistes, der Entmutigung und Frustration und der Versuchung zu schwimmen. Ja. Absolut. Gegen den Strom schwimmen ist ebenso schwer. Warum? Weil einem so viele entgegenkommen. Das ist es doch. Aber was kann man denn dagegen tun? Die Antwort darauf ist ganz einfach und damit umso schwerer, sie zu akzeptieren und auch zu praktizieren. Wer so richtig müde ist, liebe Geschwister, wer so richtig ausgepowert ist, der muss auch mal ausruhen. Der muss wieder auftanken. Wisst ihr, man nennt das auch, kommt aus Amerika oder eigentlich aus dem asiatischen Raum. Die Amis haben es dann übernommen und wir machen es auch mittlerweile. Powernapping, Kurzzeitschlafen. So mal eben kurz einschlafen. Ich habe diese Krankheit auch. Meine Frau sagt dann immer, du hast die ASDF-Krankheit. Kennt ihr die ASDF-Krankheit? Wenn du am Arbeitsplatz auf einmal so müde bist, dass du und dann auf die Tastatur fällst und dann hast du hier ASDF von der Tastatur. ASDF-Krankheit, weil du auf die Tastatur geknallt bist. Ne? Einmal mal so für ein paar Minuten einfach. Und Powernapping ist, die machen das so. Die nehmen etwas in die Hand, sind so müde, nehmen etwas in die Hand und wenn es runterfällt, nein, ich mach's nicht, aber wenn es runterfällt, wachen die wieder auf. Das ist Powernapping. Das wird dir gesagt, du sollst das tun. Also irgendetwas in die Hand nehmen und wenn es dann runterfällt, dann wachst du wieder auf und dann machst du wieder, weil dann hast du für so zwischen 6 bis 10 Minuten einfach mal ausgeruht. Okay, und das muss manchmal sein. Also bewusst ausruhen, um dann wieder mit neuer Kraft aufzustehen und anzugreifen. Eingreifen hört sich schöner an. Ne? Im geistlichen Leben, liebe Geschwister, gibt es nur einen tatsächlichen Ruheort. Bitte schlag auf Matthäus 11, 29. Matthäus 11, 29. Matthäus 11, 29. Und dieser Ruheort, das ist hier, guck mal hier hin. Matthäus 11, 29, in der ganz engen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er sagt uns in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr was? Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für eure Seelen. Und dann denke ich an dieses herrliche Lied von dieser blinden Autorin, die so viele Lieder geschrieben hat in Amerika, Fanny Crosby, safe in the arm of Jesus. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend wo? In seiner Liebe. Da finde ich Himmelslust.
Es ist sehr interessant zu lesen, dass Ausruhen, Kraft schöpfen und Freude bekommen, so Hand in Hand gehen. So alles in einem zusammen, da ist gar kein Widerspruch. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Das finde ich echt interessant. Es ist völlig klar, dass wir als Gläubige täglich die neue Möglichkeit bekommen, dem Herrn mit Freude zu begegnen, trotz des äußeren Verfalls unseres Körpers. Und um diese geistliche Lebenshaltung zu bekommen, ist eine beständige Erneuerung, Veränderung nötig. Und das ist mein zweiter Punkt. Und der ist nicht so lang wie der erste. Innere Erneuerung. Gerade aufgrund des äußeren Verfalls unseres Körpers, unserer Motivation und der Werte und der Normen in unserer Gesellschaft gilt etwas, und zwar, wir sind bei 2. Korinther 4, ein Kapitel weiter, 2. Korinther 5. Guck rein, 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Ich habe es hier nach einer etwas neueren Übersetzung vorgelesen. Auf Christus alleine, liebe Geschwister, und zwar nur auf ihn, darauf kommt es doch an. Er ist das Zentrum seiner neuen Schöpfung. Er, Jesus, war ja auch nicht müde, als es um dich und mich hier am Kreuz auf Golgatha ging. Da hätte er ja auch sagen können, oh, ich bin jetzt müde, ich lasse das jetzt mal sein. Nein, Jesus hat das volle Programm durchgezogen. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann ist etwas immens Wichtiges geschehen, liebe Geschwister. Eine grundlegende, irreversible Erneuerung hat dann stattgefunden. Durch den Triumph Jesu Christi ist die Sünde überwunden. Das ist so ein fundamentaler Satz. Der wird jetzt, er hatte früher immer hier so einen großen Bruder hier vorne sitzen, meistens erste Reihe. Der sagte dann immer, auch zwischendurch mal, Amen. Durch den Triumph Jesu Christi ist die Sünde überwunden. Und genau auf so einem Fundament stehen wir dann sicher. Denn wir sind als Sünder was? Guck auf deinem Handzettel hier. Als Sünder sind wir was? Begnadigt. Begnadigt. Schreib dir klein daneben Hebräer 9, Vers 26. Schlagen wir jetzt nicht auf, aber kannst du dir klein daneben schreiben. Unsere Schuld ist bezahlt durch das Blut Jesu Christi. Wir sind abgewaschen von aller Sünde. Ist das nicht herrlich? Da wird es einem warm ums Herz. Draußen kann es ruhig schneien, meinetwegen. Aber da wird es einem warm ums Herz. Unsere Sünde wurde uns vergeben, liebe Geschwister. Epheser 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7. Aufgrund Gottes großer Barmherzigkeit und Gnade wurde unsere Sünde gesühnt. Wie heißt es in Epheser 1, Vers 7? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Nur mit Hilfe Jesu Christi und nur durch den guten Heiligen Geist, den wir dann bekommen haben, sind wir aus Liebe und Gehorsam imstande zu überwinden, indem wir was tun? Indem wir was tun? Guck auf dein Blatt hier, dreh es um. Überwinden wir was? Indem wir bekennen. Sünde bekennen vor Gott und Menschen. Klagelieder 3, 39 bis 42. Ich lese euch nur den Vers 40 mal vor. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn, weil das ist doch Buße. Umkehr zum Herrn. Und dann was? Vergeben. Dem anderen, aber auch mir selbst. Das macht's doch aus, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt
und uns reinigt von, was? Aller Ungerechtigkeit. Und dann Wiedergutmachung. Vergeben und Schaden wiedergutmachen. Die Geschichte Lukas 19, Vers 8, ihr kennt die alle, von dem kleinen Mann da oben in dem Baum. Der Zöllner. Der dann runtergestiegen ist und der Herr Jesus zu ihm ins Haus gekommen ist. Und der Zachäus sagt dann, und jetzt habe ich es kapiert, 19, Vers 8. Ich will die Hälfte meiner Güter abgeben und die ich betrogen habe, denen gebe ich es vierfach zurück. Wow. Da muss ich sagen, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist aber das, was wir tun sollen. Bekennen, vergeben, wiedergutmachen. Diese drei Punkte sind die Grundlage für die innere Erneuerung. Immer und immer wieder, wir werden nicht jünger. Wir werden nicht jünger, aber wir werden geistlich erneuert, liebe Geschwister. Wer kann schon bei solchen wunderbaren und wachrüttelnden Bibelversen müde bleiben oder einfach nur einnicken? Das geht doch gar nicht. Das sind Bibel-Power-Vitaminspritzen. Gottes Wort gibt uns für unser eigenes Heil Gewissheit, für den Umgang mit dem Nächsten unerschöpfliche Liebe sowie Befähigung im Dienst. Die Entmutigungen und Enttäuschungen und Fehltritte, die wir erleben in unserem Leben, jeder einzelne von uns, werden im Angesicht seiner mächtigen Worte immer kleiner. Immer kleiner. Was mich persönlich immer wieder aus der Müdigkeit herausholt, ist diese grandiose Hoffnung, die uns in unserem Ausgangstext, 2. Korinther 4, guckt nochmal rein, 2. Korinther 4, Vers 17 und Vers 18, so anpackt und so gewaltig auch vor Augen immer wieder neu gemalt wird. 2. Korinther 4, 17, 18. Denn unsere Bedrängnis, Klammer auf, soll ich jetzt mal da reinschreiben, noch Corona? Oder Maske auf im Gottesdienst, unsere Bedrängnis? Nein, mache ich nicht, schreibe ich jetzt nicht, Klammer zu. Also, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Puh. Eine Taktik des Teufels ist es, uns einzureden, liebe Geschwister, dass unsere Verletzungen durch Menschen unverzeihbar sind. Unsere Schuld, die wir selber begangen haben, oder unsere Sünde für Jesus zu groß ist, dass wir nicht mehr in seinen Dienst gehen können und dass wir vielleicht sogar wertlos sind in seinen Augen. Das spiegelt uns der Teufel immer wieder vor. Was, du willst noch anderen Menschen was sagen? Du willst jetzt irgendwie einen Mund aufmachen? Ich habe das vor knapp 30 Jahren so ganz praktisch erlebt bei meinem Vater. Da sind Dinge vorgefallen, er wurde in der Öffentlichkeit ganz, ganz schlecht behandelt, in der evangelikalen Szene durch den Kakao gezogen, ohne Ende. Und dann passierte etwas und dann sagte er, so, jetzt kann ich nicht mehr auf die Kanzel gehen. Und dann ist er nicht mehr auf die Kanzel gegangen, er hat nicht mehr Bibelschulunterricht gemacht, er hat sich komplett zurückgezogen. Und dann sind die Brüder nach einer gewissen Zeit zu ihm gekommen und haben gesagt, Bruder Vogel, wir müssen mit dir beten, du musst doch wieder auf die Kanzel, das Wort, das klare Wort zu verkündigen. Das eine war das, aber das ist doch das andere. Lass dir doch nicht einreden, dass das nicht mehr geht. Und dann hat es ein Jahr lang gedauert. Ein Jahr lang ist er nicht auf eine Kanzel gegangen. Und dann nach einem Jahr, dann hat er den Mut gefasst und hat von den Brüdern Rückendeckung bekommen und die Stärke von unserem Herrn bekommen. Und dann ist er wieder auf die Kanzel gegangen. Und dann hat er wieder eingeladen, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. Und Leute sind zum Glauben gekommen. Gehen wir doch dem Teufel nicht auf den Leim.
was der himmlische Vater seinen Kindern, also dir und mir, durch sein Wort zu sagen hat. Das ist doch Wahrheit. Wer möchte schon auf den besten Verführer der Erde hören, wenn wir doch eigentlich Kinder des allmächtigen Herrschers des gesamten Universums sind? Und genau das ist unsere Stellung. Du und ich, wir sind doch Kinder Gottes, wenn wir ihm unser ganzes Leben anvertraut haben und Buße getan haben. Dann haben wir die Wiedergeburt erlebt und sind in die Familie Gottes hineingeboren. Dann lass doch nicht es zu, dass du müde wirst. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Kind Gottes bin und ich habe da jetzt so eine Sünde begangen und ich habe dies und dann vielleicht die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und ihr, kennt ihr diese Sprüche? Ich höre die so oft. Bitte schlag doch mal auf 1. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2. Und jetzt ist die Frage, glaubst du Gottes Wort? Hallo, glaubst du Gottes Wort? Also, dann guck jetzt in 1. Johannes 3, Vers 2 rein. Und auch du, der du jetzt am Livestream oder an den Endgeräten bist, guck rein in Gottes Wort, 1. Johannes 3, Vers 2. Und dann lass es dir ins Herz geben, nicht von mir, sondern vom Herrn selber, 1. Johannes 3, Vers 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind, unterstreibe ich dir das in deiner Bibel, wir sind jetzt Kinder Gottes. Nicht wir werden. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Nicht eventuell, gewissermaßen quasi. Nein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Können wir darauf vertrauen? Aber hundertprozentig, liebe Geschwister. Auch wenn unser jetziger geistlicher Zustand manchmal echt ermüdend ist, so sind wir doch Gottes Eigentum, befreit von der Sünde, für den Dienst für ihn. Und gerade darum ist es so wichtig, tagtäglich, manchmal sogar stündlich, innere Erneuerung, Orientierung durch Bibellesen und Gebet zu erfahren, liebe Geschwister. Gegen geistliche Müdigkeit hilft also was? Die kontinuierliche Bibel- und Gebetsimpfung. Das passt ja gerade mit Impfen, ne? Die tägliche Bibel- und Gebetsimpfung. Lass dir die wieder neu geben. Das ist uns aber nur möglich, wenn wir die richtige Blickrichtung haben. Also, und das ist das dritte und letzte, gegen Müdigkeit ist die Blickrichtung entscheidend. Die Blickrichtung ist entscheidend. Werde nicht müde. Diese Aufforderung können wir aus eigener Kraft nicht erfüllen. Das ist hundertprozentig so. Du kannst dir 100 Mal hintereinander sagen, ich werde nicht müde, ich werde nicht müde, ich werde nicht müde. Beim 101. Mal bist du abgekippt. Das geht ganz schnell. Es sind oft zu viele Umstände, die uns Christsein in der Gemeinde, in der Familie und in dem Beruf vor solche riesigen Herausforderungen stellen und wir auf einmal müde werden. Was für eine Überraschung ist das, dass über die Gemeinde in Ephesus, schlag mal auf Offenbarung 2, da wird über die Gemeinde in Ephesus etwas gesagt. Offenbarung 2, Vers 3. Und wenn du das so hörst, trotz dieser Umstände damals in Ephesus, und die waren heftig, da waren Götzentempel und die haben richtig Probleme auch in ihrer Gemeinde gehabt. Da sagt hier in Offenbarung 2, Vers 3, der Herr uns, und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren gehabt. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Wow. Auch wenn wir in unserer heutigen Zeit das Ausharren, das Ertragen und das Standhaftbleiben so unbequeme Worte geworden sind, ja, gehören sie doch zum Katalog der göttlichen Tugenden für uns Christen. Wenn Gott so wäre, wie ihn uns manche Theologen zurechtbiegen, wäre ich meines Heiles,
schon lange nicht mehr gewiss. Aber Gott, der meine Schuld getragen hat, steht bis in alle Ewigkeit zu mir. Und das sagt uns Gottes Wort. Und das darf mich ruhig machen. Und deswegen ist die Blickrichtung so entscheidend. Warum sollte er nicht in der Lage sein, jedem Einzelnen von uns die nötige Wachheit zu geben, die wir brauchen? Mein Gebet ist es immer, die richtige Sichtweise zu bekommen, liebe Geschwister. Ausgangstext, 2. Korinther 4, 16 bis 18. Da wird es so beschrieben: Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das Ewige, liebe Geschwister, im Blick behalten, das ist angesagt. Unsere Blickrichtung muss immer auf Jesus Christus gerichtet sein. Das ist und macht den entscheidenden Unterschied, auch gerade in dieser Corona-Zeit, in der wir stehen. Hör doch auf, dich an Inzidenzienwerten zu orientieren. Und hör auf, irgendwelche Verschwörungstheorien nachzujagen. Jag dem hier nach. Hiermit sollten wir uns mehr beschäftigen. Den Blick auf sein Leben, seinen Kreuzestod, seine Auferstehung, seinen Dienst und auch seine Wiederkunft. Wir dürfen das Maranatha nicht vergessen in unserer heutigen Zeit. Denn nicht der Verfall der Welt, sondern die Schöpferkraft Gottes, die bis heute erlebbar ist, das ist es doch erst, was uns aus dem drohenden Einheitsglauben und Kirchenschlaf herausreißt. Geistliche Müdigkeit ist eine Sache. Was jedoch langfristig viel schlimmer ist, sind die Christen, die mit der Diagnose permanente Schlafkrankheit, Narkolepsie nennt man das, rumlaufen. Diese Schlafchristen, die belächeln eine bibelzentrierte und fundamentale Blickrichtung auf Jesus Christus, die sind schon lange eingeschlafen. Da hilft kein biblisches Wachrütteln mehr, die brauchen eigentlich schon so einen Bibeldefibrillator, so einen, ne? So zwei Dinge aneinander und dann so bumm. Die müssen wachgerüttelt werden durch Gottes Wort. Sie sind der Bibel und der Wahrheit einfach müde geworden. Und jetzt frage ich dich heute, der du hier bist, aber auch an den Endgeräten und im Livestream. Jetzt frage ich dich, bist du auch schon müde geworden? Geistlich müde geworden? Oh, liebe Geschwister, das geht so schnell. Im Alltag, alles, was mit Corona zu tun hat, die ganzen Begleiterscheinungen, ich bin so leid geworden. Und wenn ich an die Mamas denke, Homeschooling, auf einmal mussten sie alles umstellen, nur noch zu Hause. Und dann hast du auf einmal so drei Racker, vier Racker zu Hause, meine Älteste mit dreien. Oh. Wenn die Frau jeden Tag zu Hause Essen kochen muss und dann kommt der Mann und sagt, na ja, der Hunger treibt's rein. Du wirst müde in deinem Beruf, immer nur das Gleiche. In deiner Ehe immer nur das Gleiche, in deiner Gemeinde Probleme, Schwierigkeiten, vielleicht sogar Spaltung. Du bist es leid. Man wird dem ganz schnell überdrüssig müde und dann geht das ganz schnell. Ruckzuck auf einmal bist du geistlich müde geworden und treibst ab. Obwohl wir doch alle, was? Die aktive Wachhilfe bekommen haben von unserem Herrn. Und was ist die aktive Wachhilfe? Letzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Zacharia 4. Und das ist eine ganz bekannte Bibelstelle, nämlich das Motto unserer Bibelschule. Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist es doch. Lass dich bitte heute Morgen wieder neu beleben. Aufwecken, erquicken durch seinen Geist, der in dir ist, wenn du Gottes Kind bist. Ermutigt von Gottes Wort können wir trotz äußerem Verfall, und das war das erste heute Morgen, innere Erneuerung erleben, das war das zweite. Und das dritte, indem wir unsere Blickrichtung ändern,
Die Blickrichtung ist nämlich entscheidend. Hin auf Jesus Christus, auf sein irrtumsloses und unfehlbares Wort. Und so möchte ich meine Predigt mit dem Zitat von Friedrich von Bodelschwingh zusammenfassen. Jesus Christus hat Trost für alle deine Müdigkeit und Licht für deine dunkelsten Stunden. Ich wiederhole es nochmal, weil das ist ja der Ausfülltext unten auf eurem Handzettel. Ne? Jesus Christus hat Trost für alle deine Müdigkeit und Licht für deine dunkelsten Stunden. Werde nicht müde. Sei wach in seinem Dienst und für seinen Dienst. Amen.